Kapitel 25. Der Pfad des Krieges. Na los, mehr Energie. Du musst deine Muskeln mehr anspannen. Mehr Kraft beim Absprung und weniger bei der Landung. Lass dich abfedern und nicht aufknallen. Und leg mehr Magie in deinen Eisstrahl. Weniger Defensive schadet bei dem Angriff auch nicht mehr. Dann nimmt man lieber noch etwas mehr Angriffskraft. Epsilon beobachtete das Geschehen im Zentrum des Tales interessiert. Wie bereits versprochen hatte sich, nachdem ein Tag vergangen war, der Autor zu seinen Kaisern gesellt und begonnen mit Schlachtplänen und mit Training. An zweiterem war Epsilon bisher nicht beteiligt gewesen. Aber heute, nach 4 Tagen im Tal, ließ sie sich definitiv nicht weiter abhalten. Gerade war jedoch noch Aurora an der Reihe. Polars Training sah etwas anders aus als ihres, da sich die Truppe geeinigt hatte, dass er die Rüstung im Kampf gegen Olanga führen sollte. Kell hatte ohnehin die Plot-Armor, auch wenn diese keine wahre Rüstung mehr war. Aurora war nicht sonderlich gewandt mit dem Schwert, wie Epsilon in ihrem Duell einst festgestellt hatte. Und Epsilon selber, dazu ließ ihr immer noch niemand eine Chance. Was Epsilon auch etwas verwundert hatte, gerade da sie diesen Teil des Krieges schon beinahe vergessen hatte, war, dass sich an Tag 3 noch ein weiteres Pokémon zur Gruppe gesellt hatte. Kein großer Kämpfer, aber ein großartiger Supporter. Amagaga war trotz allem ja schließlich Teil der Plot-Elite dieser Welt. Oder vielmehr war er an diesem Punkt alleine die gesamte Plot-Elite. Das Training derzeit gehörte jedoch Aurora, während das Sorok interessiert weiter zusah. Dies hatte sie logischerweise bereits viel während der letzten Tage. Aber immer noch überraschte sie das Training des Autors. Das Motto war wohl, immer ein Mon mit dem Attribut trainieren, welches es nicht hat. Denn Epsilon, damals in ihrer alten Heimat, hatte er mit viel Rücksicht und mit viel Geduld trainiert. Auch wenn diese Eigenschaften Auroras hier weniger ausgeprägt waren, waren sie doch noch vorhanden. Und das Training war schonungslos. Noch mehr Federn? Wie soll ich das denn machen? Meine Beine sind nicht aus Gummi, ich bin nicht bloß ein Schatten wie du. Und du bewegst dich, als wärst du aus Beton. Agilität ist deine Stärke und wenn du sie nicht vollends ausnutzt, verschwendest du dein eigenes Potenzial. Und am Temperament müssen wir auch noch arbeiten. Wie willst du denn konzentriert gegen deinen Erzfeind kämpfen, wenn du schon bei meinem Feedback austickst? Zu diesem Kommentar erwiderte Aurora nichts mehr. Auch wenn sie es scheinbar gerne hätte. Aber um tatsächlich Widerspruch zu leisten, nahm sie die Kritik zu ernst. Trotzdem zog sie ab, aufzeigend, dass sie für den Moment genug trainiert hatte. Also gut. Aber morgen wird das nochmal durchgekaut. Egal wie wenig Lust du drauf hast. Wer ist dann jetzt dran? Amagaga, wie steht's denn mal mit dir? Lass mal. Wir haben schon abgemacht, dass ich nur im Hintergrund helfe. Außer du willst mir beim Mischen helfen. Dann auf geht's. Selbst bei einem gesichtslosen Umriss zeigte sich eine gewisse Abneigung, als er auf die kleine Holzschüssel zu Amagagas Füßen blickte. Der Gestank zog viele Meter. Das Ganze sah eher aus wie schon mal verdaut, traf es wohl am besten. Amagaga warf, während jeder so zu ihm blickte, begeistert noch eine halbe Spinne mit herein, bevor er erneut wild mit einem Stein auf das Gemisch einschlug. Ich verzichte dankend. Flüsternd wandte sich der Autor an Kell, der Epsilon nahe genug saß, damit auch sie hören konnte, was der Autor denn sagte.
Ihr trinkt das Zeug da am Ende aber nicht wirklich, oder? Wenn man ignoriert, was drin ist. Und wie es riecht. Und wie es aussieht. Und wenn man auch noch ignoriert, wie es schmeckt, dann ist es gar nicht so schlecht. Manchmal. Aber was muss, das muss. Geschadet hat uns das Zeug noch nie und es erfüllt seinen Zweck. Mein Beileid. Ich muss mich schon fast übergeben, wenn ich das Zeug nur sehe. Und dabei bin ich nicht einmal materiell hier. Kurz räusperte er sich, als er sich wieder von Kel abwandte, der ebenfalls aufstand und sich zu Aurora gesellte, die sich weiter vom Auto entfernt hatte. Also gut. Wer dann? Wie wär's, wenn du aufhörst, um den heißen Brei herumzureden? Ich bin dran und du weißt das. Oder hast du Angst davor, gegen mich zu kämpfen? Natürlich nicht. Ich bin unverwundbar, Epsilon. Aber ich denke, du solltest mehr Angst davor haben. Ich bin nicht überzeugt, dass du schon wieder in der Lage bist, zu kämpfen. Das muss ich aber bald genug sein. Aus dem Schatten der Berge zog sich das Sorok ihre Klinge, während sie aufstand. Ich kann dir auch gerne beweisen, dass die paar Kratzer mir keine Sorgen machen. Immer noch wirkte es, als wäre der Autor sich der Sache nicht ganz sicher. Allerdings spürte er die Blicke der anderen vier ebenfalls interessiert herüberfallen. Sie alle wollten sehen, wie Epsilon sich wohl schlagen würde. Also gut. Aber wir verzichten auf einen voll ausgeprägten Kampf. Na dann. Der Autor erschuf wie aus dem Nichts seine eigene Klinge. Pechschwarz wie er selber. Von der Form identisch zu jenen, welche Darkrai bei sich trug. Deine Rolle war der Aktivkampf in zweiter Reihe gegen Olangas Betas. Dafür nutzt du dein Schwert. Zudem bist du im Falle zuständig für einen Ausbruch in die Defensive, um Tränke von Amagaga an die Front zu bringen. Dann sag mir mal, was musst du dafür denn alles können? Fragen. Das war das sogenannte Training. Für jetzt würde das Sorok die Idee aber noch einmal amüsieren. Hoffentlich war es nur eine kurze Einleitung. An erster Stelle den Frontalschwertkampf gegen multiple Feinde. Gleichzeitig muss ich bei dieser Auswahl multipler Feinde bereit für physische Angreifer, Magienutzer und Projektilsupport sein. Waffenkämpfer sollte ich im Hinterkopf haben. Aber vermutlich werden sie unwichtig, da Olanga und seine Vorgänger nie mit Waffen gelernt haben. Gerade für den Rückzug zum Support werde ich meine Sekundärangriffe, vor allem Spukball und Finsteraura, mit der Klinge kombinieren, um Distanz aufzubauen. Auch ist die Nutzung von Magie zum Reflektieren von Projektilen in beiden Phasen des Kampfes vonnöten. Im Frontalkampf achte ich außerdem darauf, meine Gegneranzahl nicht über 4 steigen zu lassen, da die Kontrolle von 5 oder mehr Feinden ohne die Plot-Armor oder die Rüstung der Kaiser sehr schwierig und nicht dauerhaft zumutbar ist, wenn ich mir meine Energie einteilen muss. Mhm. Du hast viel gelernt. Mir scheint fast, du hast eine Fragerunde erwartet. Was muss ich denn da erwarten? Ich muss mir da nichts einlernen. Ich bin eine Kriegerin und eine Schwertmeisterin. In einer anderen Zeit hast du mir schon alles beigebracht und ich hatte Jahrzehnte, um es zu verinnerlichen. Also, können wir die Fragerei dann mal sein lassen? Danke. Ach, meinst du das? Stell dir mal vor, du wärst in einem 3 gegen 1 Kampf. Einer der Gegner nutzt aus der Ferne Unlichtangriffe. Links von dir schlägt ein Pokémon doppelt deiner Größe mit Krallen auf dich ein und rechts bedrängt dich ein Magier durch Pflanzenangriffe. Eine Flucht nach hinten wird durch Magie verhindert. Wie gewinnst du in dieser Situation möglichst effizient? Soll mich das bitte herausfordern? Der Krieger links greift physisch an,
Die meisten physischen Kämpfe der Barbaren sind mindestens Teil Psycho. Somit kann ich mit der freien Hand einen Konterangriff setzen, den Gegner kurz zurückschrecken lassen und mit der Klinge einen Unlichtangriff auf den physischen Angreifer lenken. Sollte dies nicht genügen, setze ich Spukball nach. Dies wird den Projektilnutzer davon überzeugen, seinen Angriff zu ändern. Dies gibt mir Zeit für einen schnellen physischen Angriff gegen den Magienutzer, den ich schnell ausschalten kann, da er im Nahkampf keine Chance hat. Ein 1 gegen 1 gegen den Fernkämpfer ist im Anschluss simpel. Aber wenn du dich am Anfang gegen den Nahkämpfer richtest, wird der Magienutzer dich dann nicht frei angreifen können? Dagegen vorzugehen ist es nicht wert. Pflanzenangriffe sind nicht sonderlich stark. Und man verliert zu viele Offensivoptionen, wenn man dagegen vorgeht. Den Schaden kann man in Kauf nehmen. Mir gefallen deine Antworten nicht, Epsilon. Natürlich nicht. Weil du möchtest, dass ich Unrecht habe. Also, sind wir jetzt mit den Anfragen fertig? Ja, schon. Aber ich bin trotzdem nicht überzeugt, dass... Es war nicht einmal bloß Epsilon, die anscheinend langsam genug von diesem immer selben Gerede hatte. Jetzt lass sie doch einfach kämpfen, wenn sie das will. Wenn irgendwas schief geht, dann ist das ihre Schuld. So hältst du uns nur sinnlos auf. Meinetwegen. Dann eben Praxis. Aber ich übernehme keine Verantwortung. Na, endlich! Dieser Autor zeigte sich wirklich deutlich sturer als meist in Epsilons Altenheim. Jetzt galt es nur, seine Behauptungen und Befürchtungen tatsächlich zu falsifizieren. Und an sich war Epsilon voll und ganz in der Lage zu kämpfen. Aber gegen einen Autor, dessen Training bisher wenig Rückhalt zeigte. Ein Ass hatte das Sorak aber im Ärmel. Ein Ass, das ihr der Autor nicht nehmen konnte. So standen sich die beiden Parteien dieses Kampfes gegenüber. Die Klingen gezückt. Mehr als mit gezückter Klinge dazustehen, tat der Autor jedoch vorerst nicht. Offensichtlich darauf wartend, dass seine Feinde den ersten Zug machte. Eigentlich würde Epsilon so einer Taktik, welche in der Regel ein Köder war, nicht in die Karten spielen. Hier allerdings schien es keine Kampftaktik zu sein, sondern einfach die Aufforderung, den Kampf einzuleiten, wenn das Sorak denn soweit war. Hoffte er, dass sie noch einen Rückzieher machen wollte. Das würde er noch bereuen. Wenn sie den Kampf beginnen könnte, dann könnte sie einfach den Schatten des Umrisses nutzen und... Wo ist denn Schatten, Jason? Der Umriss ihres Gegenüber wirkte sehr verständnislos. Mein Schatten? Epsilon, du siehst, dass ich bereits nur ein Umriss bin. Ein Schatten eben, und Schatten haben nun mal keine Schatten. Das siehst du ja wohl auch selber. Und vor allem an dir selber. Das änderte nichts daran, dass der Autor, den sie kannte, durchaus einen Schatten hatte. Dies wollte das Sorak auch zunächst erwidern, entschied sich jedoch beim zweiten Überlegen dagegen. Macht wohl Sinn! Ohne weiteren Kommentar folgte ein Schwerthieb, welchen der Autor einfach abblockte. Jetzt gab es noch etwas, was Epsilon unbedingt ausprobieren wollte. Allerdings würde dies nicht allzu einfach werden. Gerade da ihr Feind den Kampf nun als begonnen ansah und selber angriff. Die grundlegenden Hiebe des Umrisses wirkten sehr zurückhaltend und wenig in der Menge. Offensichtlich weiterhin im Versuch, einen sehr passiven Kampf zu erzeugen. Die Chance hatte sich der Kerl aber schon genommen. Um den Hieben zu entgehen, sprang das Sorak zurück. Nun bereit für einen Gegenschlag mit Spukbällen, welche sie nutzte, während sie sich selber gleichzeitig in den Angriff begab.
All dies blieb jedoch ebenfalls kein Problem für die Defensive des Autors, der sich offensichtlich nicht hier bei der Angriffsweise des Zoroark dachte. Wie landete sie am besten einen Treffer? Der nächste Versuch folgte sofort, als weitere schnelle Krallenhiebe im Nahkampf folgten. Allesamt erneut abgeblockt. Nach kurzer Zeit jedoch warf Epsilon ihre schattige Klinge einfach in die Höhe. Im selben Moment schnellte sie um den Feind herum, auf seine andere Seite. Womit er jedoch rechnete, so dass ein weiterer Überraschungsangriff verfehlte. Sekundenbruchteile später folgte ein weiterer, abwehrender Hieb nach oben. Abgezielt auf die geworfene Klinge. Jetzt! Epsilon hatte diese bereits lange wieder verschwinden lassen, um sie sich sofort aus den Schatten des Tales zu ziehen, während der Autor noch damit rechnete, diese von oben abwehren zu müssen. Schnell, doch umso mächtiger, schlug das Zoroark nun auf den wehrlosen Feind zu und verfehlte um Millimeter, als der Umriss zurückschoss. Aber es schien, als hätte sie ohnehin genug erreicht. Genug, aufhören. Was tust du denn, Epsilon? Wir wollen doch nicht, dass jemand beim Training verletzt wird. Ach, war das so? Nun, dies war eindeutig tatsächlich, was das Gegenüber des Zoroark dachte. Aber die Gründe dafür... Also gut. Der nächste Plan müsste folgen. Und sofort begann Epsilon in ihrem Kopf damit. Aber zunächst etwas Sicherheit. Also gut, dann bin ich für heute fertig. Und habe hoffentlich bewiesen, dass ich mehr als nur in der Lage bin zu kämpfen. Ja, ich habe meine Lektion gelernt und sehe es ein. Weshalb ich auch sagen würde, dass ihr ab morgen gegeneinander trainiert, anstatt gegen mich. Davon profitiert ihr mehr, nun, wo immer zwei Duelle parallel ablaufen können, ohne dass jemand nebenbei stehen muss. Clevere Ausrede dafür, dass der Umriss schlicht nicht noch einmal selber kämpfen wollte. Aber es war alles zu spät. Epsilon wusste alles.